Na, Männer, alles klar. Jawohl, Herr Karl! 16. Juni 1942 um kurz vor vier. Wir wollen die Situation mal ganz kurz einordnen. Wir befinden uns im Grunde genommen auf dem Rückmarsch. Allerdings haben wir es hier nochmal mit einem Konvoi zu tun bekommen. Wir konnten ein paar Treffer landen. Wir sind unterwegs in BF1, hier direkt bei den feindlichen Inseln sozusagen. Hier drüben ist La Rochelle, da wollen wir hin. Wir blicken mal auf die Karte und schauen uns das Ganze mal hier kurz an. Kriegsschiffe. Hier drüben einer, hier drüben einer, hier drüben einer. Also ich glaube, insgesamt müssten das noch 5 Stück sein. Hier vorne fährt einer, hier drüben fährt auch noch einer. Das müsste ein Frachter sein. Treffer gelandet haben wir hier. Empire Service ist bereits als Wrack gekennzeichnet. Er hier auch, den haben wir zuletzt noch getroffen, hat allerdings, also der ist noch nicht abgesoffen, ist aber offiziell hier links schon als Wrack gelistet. Ich denke, unter die beiden können wir einen Haken machen und das waren auch somit die dicksten eigentlich. Hatten wir nicht noch einen dritten Treffer gelandet? Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Empire Service, also die beiden haben wir auf jeden Fall getroffen. Da müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht noch ein bisschen nachhelfen können. Mehr können wir hier aber sowieso nicht mehr ausrichten, solange hier die Zerstörer unterwegs sind. Denn wenn wir mal ins Boot reinschauen, wir haben alle verballert. Vielen Dank auch nochmal für den Hinweis. Ich hätte auch von selbst drauf kommen können, dass man hier einfach mal draufklicken kann. Und dann sieht man, hier ist alles leer und wenn wir hinten mal reinschauen. Wir haben auch einiges am Wasser in der Zentrale, da müssen wir uns natürlich auch drum kümmern. Und hier hinten haben wir auch nichts mehr im achteren Torpedorohr. Also, Plan für die heutige Folge. Ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal, lassen die Sachen mal laufen. Werden mal sehen, was die Zerstörer so treiben. Wieso ist der Alte eigentlich bei den vorderen Torpedorohren? Ach so, weil der noch angewählt war. Okay, der darf mal zurück ans Periskop. Wobei wir das jetzt sowieso nicht mehr benötigen werden. Denn den weiteren Angriff werden wir nicht mehr fahren. Wir schauen jetzt mal, ob die auch wirklich absaufen. Wir werfen da mal einen Blick drauf. Das ist ein C3. Okay. Also der ist schon evakuiert. Schauen wir mal, ob wir vielleicht nochmal mit der Bordkanone drangehen müssen. Der andere ist, glaube ich, schon so gut wie weg. Also wenn man hier unten reinschaut, links unten, ne, da fehlt halt nicht mehr viel. Ich denke mal, dass der sowieso von alleine absaufen wird. Ansonsten, wir bleiben halt... Okay, Kontakt verloren. Wir bleiben halt jetzt mal natürlich hier, beziehungsweise versuchen uns hier noch ein Stückchen davon zu schleichen. Sauerstoff könnte ein Problem werden. Ich habe gerade nochmal durchgelüftet. Wir machen die Ventilation nochmal aus. Und wir sind aktuell sowieso mit AK-Fahrt unterwegs. Also ich will natürlich erstmal hier ein bisschen Abstand gewinnen. In der Hoffnung, dass uns die Zerstörer nicht ausfindig machen. Wir gehen mal auf halbe Fahrt runter. Wenn das alles gut geht, werden wir einfach schauen, dass hier ein bisschen Gras über die Sache wächst, in der Hoffnung, dass der Konvoi einfach weiterzieht. Dann schauen wir mal, was hier über Wasser noch liegen bleibt, ob wir da nochmal dran müssen. Und ansonsten, wenn das alles erledigt ist, werden wir den Rückmarsch antreten nach La Rochelle. Ihr merkt schon, das ist jetzt quasi eine Bonusfolge, würde ich mal sagen. Ich wollte einfach die neue Feindfahrt dann einfach wieder wie gehabt am Samstag starten. Mit frischen Reserven, Boot einmal überholt, Mannschaft einmal auf Heimaturlaub geschickt und dann einfach wieder eine neue Unternehmung starten. Ich denke, gegen eine extra Folge in der Woche hat auch niemand was einzuwenden. So, ich denke, wir können es mal ein bisschen schneller laufen lassen, die ganze Geschichte. So, da gesellt sich jetzt auch noch ein weiteres Kriegsschiff dazu. Die sind jetzt hier, sind sie zu dritt unterwegs. Ich werde trotzdem versuchen, hier so wegzukommen. Und eigentlich können wir auch direkt tauchen. Also auf Tiefe gehen. Wir können hier an der Oberfläche sowieso nichts mehr ausrichten. Wir gehen mal auf 80 Meter. Das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen langsamer. Kreiselkompass würde ich auch mal abschalten. Und ansonsten sollte ja relativ viel Ruhe im Boot herrschen. Torpedos werden ja jetzt nicht mehr gewartet. Es wird nichts nachgeladen. Schauen wir mal, ob die uns nochmal hier irgendwie... entdecken und in die Peilung bekommen. Sieht aber aktuell sehr gut aus. Hier scheinen sie uns wohl zu vermuten. Oh, jetzt geht die Luftqualität aber schon. Ah, das könnte jetzt unangenehm werden. Auftauchen bzw. auf Seerohrtiefe gehen und schnorcheln würde ich jetzt wirklich ungern. Wir nehmen lieber nochmal Kaliumabsorber zur Hand. Wo haben wir denn noch welche? Hat irgendwer noch welche in der Hosentasche? Nein, wir nehmen einfach mal kurz den Bänder hier. Wir haben auf jeden Fall noch welche dabei. So, Lenzen habe ich natürlich vergessen. Das hätten wir machen müssen, als wir noch weiter oben waren.
Aber ich meine, damit können wir jetzt hier schon ganz gut leben. Dürfen wir halt nicht vergessen, wenn wir wieder an die Wasseroberfläche zurückkehren. Sofern wir denn zurückkehren. Aber ich gehe mal davon aus. Ach, da ist... doch, geht das? Tauscht der dann? Nein, ich brauche einen anderen. Er hat dann nichts mehr in der Tasche. Üldorp. Den nehmen wir hier einmal ganz kurz weg. So, also. Wir müssen hier nochmal ein bisschen für Frischluft sorgen. Proviant sollte kein Problem darstellen. Ich glaube, wir hatten ja sowieso bei dem Versorger... Ja, okay, alles gut. Wir hatten ja bei dem Versorger auch nochmal Brot aufgenommen. Das kostet ja nichts. Deswegen schmeißen wir auch das ganze Brot hier einfach mal rein. Ein bisschen Fleisch dazu. Leckere Mahlzeit, die sich da ergeben dürfte. Vielleicht ein bisschen einseitig. So, schauen wir mal, ob wir mit 10 Stück klarkommen. Wir haben zwar genügend, aber die sind halt auch nicht ganz billig. Also ich würde tatsächlich versuchen, das ein bisschen sparsam zu gestalten, auch wenn wir eigentlich genügend Kohle haben. So, jetzt schauen wir mal. Jawohl. Dann den Prien werden wir mal in den Horchraum abkommandieren, damit wir wieder was hören. Und dann werden wir nochmal einen Blick auf die Karte werfen. So, Führungspersonal, er ist am Kartentisch. Und der Alte gönnt sich eine Pause. So, dann werden wir hier gleich wieder die Kontakte zu hören bekommen. Ja, sieht bislang ganz gut aus. Ja, der Konvoi ist auch so ein bisschen auseinander, also ein bisschen zersprengt, würde ich sagen. Hier hatte ich meine Markierungen gesetzt. Mal schauen, vielleicht sind die in der Zwischenzeit auch abgesoffen. Ich setze hier nochmal, verlängere das mal so ein bisschen, damit wir einfach diesen Bereich nicht ganz aus den Augen verlieren. Ah, die kriegen uns nicht. Da können wir direkt so einen Haken schlagen. Und hier von der Seite nochmal dran gehen. Ich glaube nicht, dass die uns hier entdecken werden. Okay, Luftqualität sinkt natürlich schon wieder rapide, aber wir haben jetzt hier auch schon wieder 4 Kilometer. Setzen wir mal direkt so einen Kurs. Gehen auf halbe Fahrt und gehen schon mal ein bisschen höher. Auf 30 Meter. Dann werden wir langsam wieder auf Seerohrtiefe hochgehen und einfach mal schnell den Schnorchel ausfahren. Dann die Wasseroberfläche hier mal ein bisschen absuchen. Ja, die sind schon weitergezogen, die haben uns... Die haben, glaube ich, einfach wieder ihren Generalkurs eingenommen, der Konvoi insgesamt. Ich denke, wir können jetzt schon wieder auf Seerohrtiefe gehen. Sollte kein Problem sein. Sagt die Luftqualität, wird auch höchste Eisenbahn. 20 Meter. So, Boot ist auf Seerohrtiefe. Wir fahren direkt mal den Schnorchel aus, Ventilation aus, Kreiselkompass an. Dann werden wir einmal durchlüften. Schnappen uns mal den ausgeruhten Alten. Dann werden wir einmal hier die Lenzpumpen anschmeißen. Ich hoffe, dass das insgesamt nicht zu viel Krach macht. Wir sind ja also hier noch nicht aus dem Schneider, aber ich will das jetzt hier alles einmal erledigt haben. So, Lenzpumpe an. Und dann gehen wir hier mal ans Periskop. Und schauen mal, was da oben noch so geboten ist. So. Okay. Oh, haben die... Das wollte ich allerdings nicht. Erstmal nicht mit Diesel fahren. Wir bleiben... Wechseln auf E-Motor. ...auf den E-Maschinen. Rauchfahne wäre mir ein bisschen zu verräterisch. So. Das hier ist vielleicht noch Überbleibsel von unserer eigenen Rauchfahne. Aber ansonsten... Okay, da drüben... Ah, so weit sind die noch nicht weg, ne? Da müssen wir schon noch vorsichtig sein. Ist das jetzt einer der Frachter, die wir angeschossen haben? Da kriegen wir den hier in die Peilung. Unbekannt. Ja, da wären natürlich noch ein paar nette Brocken dabei gewesen, aber wir haben einfach keine Aale mehr. Naja, gut. Also die sind auf jeden Fall... Ja, die machen sich vom Acker. Alles gut. Ich glaube, die suchen auch gar nicht mehr aktiv nach uns. Ich
Ja, ein bisschen ärgerlich natürlich. Also wir hätten hier noch schöne Ziele gehabt, aber was soll man machen? Wir sind nicht mehr handlungsfähig und über Wasser angreifen ist jetzt nicht die beste aller Ideen. Wir werden natürlich noch durchfunken, sobald wir ein bisschen mehr Abstand gewonnen haben. In der Hoffnung, vielleicht kann der BDU ja hier noch was ausrichten und hier noch ein paar Boote vorbeischicken. Aber ansonsten, okay, mich würde interessieren natürlich, ist jetzt hier noch was liegen geblieben über Wasser? Wir setzen mal so einen Kurs hier. Drücken ein bisschen auf die Tube. Schnorchel werden wir wieder einfahren, sobald die Luftqualität wieder auf 100% ist. So, okay. Also er ist liegen geblieben, das kann man glaube ich schon mal sagen. Einmal langsam können wir uns den anschauen. Ja, da müssen wir noch ein bisschen nachhelfen. Okay, gut. Und der andere ist, der war ja ungefähr hier, der ist wahrscheinlich abgesoffen. Vermute ich mal. Den hat so schwer erwischt. So, aber da ist halt noch das Kriegsschiff unterwegs. Ne? Da müssen wir jetzt echt ein bisschen drauf schauen. Schnorchel wieder einfahren. Einmal langsame Fahrt voraus. Ich meine, die sind in unserer Hydrofonreichweite. Deswegen gehe ich da einfach mal davon aus, dass die uns theoretisch auch hören könnten. Allerdings eher unwahrscheinlich. Die machen ja doch, die sind relativ flott unterwegs. Machen dadurch natürlich viel Lärm und nach hinten wird er wahrscheinlich nicht allzu viel hören. Wenn überhaupt. Okay, das passt schon. Alles wunderbar. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch ein bisschen mehr zu tun haben. Okay, da ist der andere, tatsächlich. Ja, der liegt hier auch noch. Hat es also nicht ganz geschafft. Empire Service, müssen wir auch nochmal nachhelfen. Dann haben wir die beiden nämlich auch offiziell versenkt und kriegen da auch nochmal ein bisschen was gut geschrieben. Das müssen wir dann natürlich auch nochmal durchfunken und dann sieht das eigentlich ziemlich gut aus. Plus die Belohnung, die wir für die Mission bekommen werden, da wird es fast sechsstellig, vermute ich mal. Kann man uns mal ein paar schöne Upgrades gönnen. Weiß gar nicht mehr, was habe ich denn zuletzt noch erforscht? Ach, den lageunabhängigen Torpedo. Wir könnten eigentlich auch direkt die nächste Forschung schon anschmeißen, oder? Das muss man ja nicht im Hafen machen. Das akzeptieren wir einmal. Dann gehen wir hier mal rein. Ich wollte ganz gerne noch die nächste... ja, das ist natürlich auch nicht so schlecht, ne? Da würde ich aber noch ein bisschen warten. Hier unten hätten wir noch Funkmessbeobachtungsgerät. Batteriestufe 2. Den hätte ich gerne. Den gepanzerten Kommandoturm T4. Auch wenn das jetzt relativ lange dauert. Aber den habe ich auch einfach noch nie gesehen. So, den haben wir an Land. Der ist einfach nur für die Forschung zuständig. So, das dauert halt jetzt fast 50 Tage. Ne? Aber okay. Kann ich mitleben. Aber den finde ich spannend. Könnten wir noch eine zweite Forschung anschmeißen? Nur mal ganz kurz schauen. Nee, der ist... Okay, nee, das geht nicht. Aber das passt schon. Also den finde ich einfach... Das finde ich spannend, den gepanzerten weiteren Kommandoturm. Also die höhere Stufe. Das machen wir. Okay, passt. Zurück zum eigentlichen Geschehen. Na gut, wir werden einfach hier zwischendrin auftauchen. Oder haben wir hier drüben auch noch was? Nee, da wird nur... Da! Okay, den müssen wir auch noch. Da haben wir ja doch noch einen. Die drei müssen wir noch versenken. Ja, dann werden wir hier mal so schön reinschippern. Vielleicht noch ein bisschen Zeit vergehen lassen, weil ich meine, die Kriegsschiffe sind jetzt noch nicht so weit weg. Wir lassen den Konvoi mal noch einfach gemütlich von dannen ziehen. Weil, also wenn wir jetzt hier auftauchen und die versenken, dann kommen die Kriegsschiffe ja sofort zurück. So. Riskieren wir doch mal einen Blick hier an die Oberfläche. Okay, da sind auch die Rettungsboote. Wir sind quasi jetzt fast direkt bei den Rettungsbooten. Den werden wir noch mit der Bordkanone klar machen. Den hier drüben und irgendwo da hinten. Da ist nochmal einer. Sehr schön, okay. Dann hat man doch tatsächlich nochmal drei Versenkungen hier. Das ist ja wunderbar. Also dafür, dass es hier eigentlich eher so ein Bonusding ist. Haben wir ganz gut was mitgenommen auf der feinen Fahrt, würde ich sagen. So, alle Maschinen stopp. Wir bleiben hier erstmal. Kurz, Moment. Lassen die Zeit einfach mal ein bisschen schneller laufen, bis sich der Konvoi entfernt hat. Was haben wir hier für eine Distanz? Ah, okay, schon über 15 Kilometer. Ich muss mich ausruhen. Das passt. Werfen nochmal einen Blick hier durchs Seerohr. Achso, wir sind hier noch. Moment. Einmal lösen. Irgendwo in der Richtung ist der Konvoi davon geschippert, längst außer Sichtweite. Kann nicht mal mehr Rauchfahnen erkennen. Ich denke, wir können guten Gewissens auftauchen.
Und hier die Versenkung durchführen. Okay, wen nehmen wir denn? Ja, okay, die sind jetzt beide. Beide Führungskräfte benötigen eigentlich eine Ruhepause. Ich denke, ihn können wir auch direkt in die Koje schicken. Bestätigt. Kursgenauigkeit sollte passen. Und dann, ja, würde ich sagen, Chefsache. Wir schnappen uns mal den Alten. So, dann einmal auftauchen. Tanks anblasen! Luft ist nämlich auch schon wieder ein bisschen stickig geworden. Dann werden wir direkt die Kanone bemannen. Die beiden Schiffchen versenken. Beziehungsweise die drei Schiffchen. Dann können wir hier auch mal wieder auf normale Beleuchtung umschalten. Ah, wir brauchen auch mal wieder ein bisschen Pressluft. Sind wir schon oben? Noch nicht ganz. So. Boot taucht auf. Okay, dann ich denke, dann können wir langsam hier die Sache zu Ende bringen. Turmlok ist offen. Okay. So, einmal das Fernglas ansetzen. Ja, die hätten auch ganz ordentliche Bewaffnung dabei gehabt, ne? Die C3-Frachter sind schon immer relativ wehrhaft. Vorne auch. Das sind, glaube ich, insgesamt 5 Geschütze, kann das sein? Vorne 2. Hinten 3. Und sogar ein relativ dickes Gerät hier. Okay. Nein, 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 nicht wieder runterklettern. Ich glaube, der wollte in die Koje gehen. So. Also, dann mal schnell ans Bordgeschütz. Evakuiert haben sie ja bereits. Okay, wir könnten jetzt noch übersetzen. Oh. Habe ich jetzt aber ehrlich gesagt aktuell kein Bedürfnis danach. Ich möchte das jetzt einfach über die Bühne bringen hier. So, okay, gut. Ich weiß, da könnte jetzt schon einiges noch an Bord sein, was wir mitnehmen könnten, aber der wird jetzt einfach nur versenkt. Dafür ist mir der andere Konvoi doch auch noch ein bisschen zu nah dran. Also der restliche Konvoi mit den 5 Kriegsschiffen. So, da dürfte nicht viel fehlen, oder? In der Realität haben die ja teilweise da wirklich richtig viele Granaten reinheizen müssen, ne? Ich habe ein bisschen weitergelesen in einem meiner Bücher. Ich meine, was gelesen zu haben, dass das müsste U-505 gewesen sein, die mal über Wasser einen versenkt haben. Und das waren um die 60 oder sogar mehr Granaten, die da reinfeuern mussten. Moment mal, da ist ja noch einer. Hatten wir wirklich 4 Treffer gelandet? Gut, wir hatten 4 Aale auf jeden Fall, haben wir übernommen von dem Versorger. Es liegt halt jetzt auch schon wieder über eine Woche zurück, dass ich das aufgenommen habe, aber das ist ja definitiv nochmal einer. Okay, okay, okay. Ja. Ja, sehr schön. Moment mal, das war's jetzt schon, oder? Kam jetzt schon die Versenkungsmeldung? So, jetzt. Okay. Der säuft ab. Uiuiui. Spektakulär, Freunde. Ja. Also hat sich durchaus gelohnt. Gut, dann müssen wir hier einmal rüber. Fahren wir einfach hier so mitten rein, dann können wir die beide bedienen. So, der hat halt jetzt gefunkt, ne? Kutaini Park, welcher ist denn das? Unbekannt. Die waren es, glaube ich, nicht. Irgendeiner hat gefunkt. Naja, vielleicht hat doch einer von diesem, von dem Konvoi noch irgendwie die Explosion, die Rauchfahne gesehen. Das war ja doch gerade ziemliches Feuerwerk, was wir da veranstaltet haben.
Also schauen wir mal, dass wir das hier zügig abarbeiten, die ganze Geschichte. Wie tief haben wir es hier eigentlich? Oh, das wäre gar nicht so tief. Man könnte tatsächlich auch noch runtertauchen. Ich bin gerade am Überlegen. Meinen einen könnten wir uns doch noch der Form halber einfach anschauen. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass wir hier den immensen Zeitdruck haben. Wir müssen es halt ein bisschen auf dem Schirm haben. Fliegerei müssen wir auch auf jeden Fall auf dem Schirm haben, ne? Ganz klar. Was machen wir denn? Ah, wir setzen hier nochmal über, wenn es geht. Rettungsboote, Rettungsboote. Hier, einmal übersetzen. Ja, das machen wir jetzt. Zumindest den einen nehmen wir noch schnell mit. Schnell eine kleine Crew zusammenstellen. Zack, zack, zack. Maximale Anzahl Matrosen. Fertig. Fortsetzen. Prisenkommando. So. Ins Deckhaus. Und direkt, schnellste Weg müsste eigentlich direkt in den Maschinenraum rein sein, ne? Dann zum Frachtraum. Durchsuchen. So, Maschinen sind gestoppt, oder? Dann muss man das einmal ganz kurz hier laufen lassen. Hier unten sieht man ja praktischerweise auch den Fortschrittsbalken. Deswegen glaube ich, können wir jetzt wieder rübergehen. Transportgüter ansehen. Naja, okay, das ist ja wirklich überschaubar. Ersatzteile und Munition, aber gut, Munition. Nehmen wir mal mit, was wir noch hier einpacken können. Ne? Kann ja nicht schaden. Ansonsten, glaube ich, gibt es hier einfach nichts zu sehen. Deckhaus. Büro des Kapitäns. Ach, vom Büro des Kapitäns kommt man auch direkt an die Transportgüter. Okay, interessant. Aber die Sachen müssen jetzt eh noch verladen werden. Oh, das dauert ja auch noch 11 Stunden. Ach du Scheiße, ja. Das ist nämlich das Problem. Okay. Wir kehren schon mal zum Boot zurück. Hoffen, dass nichts passiert in der Zwischenzeit. Okay, sieht gut aus. Nochmal ganz kurz hier ein bisschen zur Übersicht. Aber okay, der Konvoi, der ist ja dann... Sofern die weitergefahren sind, sind die weit, weit, weit entfernt. 11 Stunden, dass da jetzt nichts passiert ist, dass kein Flieger ankam. Die müssten ja schon, die wissen ja, dass wir hier sind. Aber okay, gut, bringen wir es zu Ende. Wollen wir unser Glück nicht herausfordern. Wir versenken die beiden jetzt hier noch. Und dann setzen wir Heimatkurs. Viel dürfte auch da nicht mehr fehlen. Munition haben wir genug. So, sehr schön. Der säuft ab und da drüben gehen wir vielleicht ein bisschen näher dran, oder? Ja. Da gehen wir ein bisschen näher dran. Sollen wir den vielleicht auch noch schnell... Naja, wenn wir schon da sind, oder? Schauen wir auch noch ganz kurz nach. Alle Maschinen stopp. Reicht das mit der Distanz? Kommen wir darüber? Sollte funktionieren. Hier nochmal schnell ein paar Leute zusammenstellen. Kleines Prisenkommando. Einmal übersetzen. So. Deckhaus. Büro des Kapitäns. Ach nee, okay. Von hier komme ich jetzt nicht an die Ladung. Deswegen müssen wir hier einmal direkt in den Frachtraum einmal durchsuchen. Funkmessgerät. Ich nehme lieber mal den Öldorb, der ist nämlich ausgeruht. So. Das muss natürlich... zwingend am besten mit einem ausgeruhten Mann besetzt sein, während wir hier rumdümpeln. Ah, die brauchen aber ganz schön lange hier für die Durchsuchung. Ach nee, ist schon fertig. Okay, wir gehen wieder rüber. Transportgüter ansehen. Ja, okay, gut. Ja, ist die Frage, was ist jetzt wertvoller? Da steht hier auch nirgendwo, ne? Beladungslimit, Masse steht dabei, aber der Wert steht hier jetzt nicht dabei. Ja, dann lassen wir das mal so. Das geht schon klar. Sparen wir uns auch die Zeit, wenn wir die Mannschaft jetzt einfach wieder zurückschicken. Gut, dann können wir direkt hier die Versenkung über die Bühne bringen. Ah, hat sich nochmal richtig gelohnt.
Das waren jetzt auch wirklich die Sahnestückchen hier in dem Konvoi. Das dürfte noch mal ein bisschen Tonnage geben. Und wenn wir ihn jetzt auch hier offiziell versenkt haben, können wir eigentlich schon mal hier auf kleine Fahrt gehen. Dann werden wir auch direkt funken. Oh shit, der muss erst. Ah, jetzt wird noch die Munition. Muss erstmal wieder hochgeholt werden. Macht das schon jemand automatisch? Oder müssen wir da jetzt tatsächlich jemanden beauftragen extra? Hier ist schon Bewegung drin. Was machen die? Ich fürchte, wir müssen tatsächlich hier mal schnell. Schnappen wir uns mal den Prien. Ich glaube, das müssen wir wirklich manuell machen. Ah, ungünstig. Bisschen ungünstig jetzt das Ganze. Hauptlager. Ach, das ist ja alles Mist jetzt hier. Moment. Okay, die Verladung bzw. Verlegung der Munition aus dem Hauptlager zum Deckgeschütz hat begonnen. Könnte man dann jetzt... Ich weiß gar nicht, ob man auch zwei zuteilen könnte. Ich wähle jetzt mal den Prien noch extra aus. Also man kann ja quasi den direkten Weg gehen. Okay, das geht auch, oder? Gegenstände transportieren. Dann kriegt er hier noch zwei Matrosen zugewiesen. Dann haben wir, sind die jetzt quasi zu sechst damit beschäftigt, die Granaten hier hochzubringen. Wahrscheinlich könnte man sogar noch einen dritten dazu nehmen. Mhm. Okay, gut. Ein bisschen was müsste jetzt hier schon eingetroffen sein. Ja, genau. Ach, das ist Leuchtspur jetzt. Okay, müssen wir vielleicht noch einen kleinen Moment warten. Also ich habe ja explizit panzerbrechend verlegen lassen. Das bringt uns jetzt natürlich nicht so viel. Na super. Aber insgesamt finde ich das schon cool, dass man das auch wirklich sieht. Ne? Dass das nicht einfach unsichtbar vonstatten geht, sondern dass die wirklich hier mit den Granaten in den Rucksäcken das alles mühsam hochtransportieren. Finde ich schon cool. So, haben wir jetzt hier schon ein bisschen was. PB, da haben wir doch. Jetzt müsste schon panzerbrechend. Oder müssen wir tatsächlich warten, bis es komplett verladen ist? Ne, passt. Okay, gut. Ich kann mal einmal die Munition umstellen. Und dann geben wir dem hier noch den Rest. Dann sehen wir mal wirklich zu, dass wir hier wegkommen. Ab nach Hause. Wir sind auch schon. Wie lange sind wir denn eigentlich schon auf See? 55 Tage, 13 Stunden. Also auch schon wieder ganz ordentlich. Hat eh schon ordentlich Schlagseite. So, das war's. Okay, gut. Quick Save kommt genau zur richtigen Zeit. Wir werfen da nochmal einen Blick drauf. Da säuft er ab. Ein paar Kisten sind hier noch zu sehen. Schauen wir mal. Gäbe es hier noch irgendwas Interessantes für uns? Dosenbrot. Ja, können wir uns, glaube ich, alle schenken. Die ist leer. Da haben wir die Wurst. Aber wir haben... Ach, wobei, wir haben ja gerade erst die Munition verladen, ne? Ach, da schnappen wir uns jetzt noch hier. Zumindest die Wurst. Kommen wir hier schon dran aus der Entfernung? Ich glaube, wir müssen ein bisschen näher dran, oder? Kleine Fahrt voraus. Und jetzt natürlich auch wieder mit Dieselmotoren. Ah, Kisten sind weg, oder? Ah, verdammt, okay. Jetzt sind die direkt abgesoffen. Das ging jetzt schnell. Da drüben ist noch was. Kommen wir da noch dran? Das ist die Leere, ne? Ah, die Wurst. Die Wurst ist weg. Was für ein Drama. Aber okay, gut. Ich würde sagen, wir setzen Heimatkurs. Wir müssen zusehen, dass wir hier wegkommen. 1, 2, 3, 4 versenkt. So. Ich warte jetzt noch. Wir gehen mal auf langsame Fahrt. Einen ganz kleinen Moment. Bis die hier alles verladen haben. Und dann werden wir ihn hier wieder... Okay, der ist schon fertig. Prien kann einmal hier ans Funkgerät. Dann werden wir das alles mal durchgeben. 14.366. Stattliches Sümmchen. Sehr schön. Seht ihr? Fast sechsstellig. Also
So viel Geld hat man, glaube ich, auch schon lange nicht mehr auf der hohen Kante. Denn die Belohnung steht ja auch noch aus. Gut, dann setzen wir Heimatkurs. La Rochelle. Und sofern nichts dazwischen kommt, sehen wir uns dort gleich wieder. Zurück in La Rochelle und wir gehen direkt zur Preisverleihung. U-Boot-Kriegsabzeichen mit Diamanten hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Öldorp bekommt das ja. Der hat es aber auch wirklich wohl verdient. Dieser Orden wurde auf persönliche Initiative von Admiral Dönitz ins Leben gerufen. 8 Kriegspatrouillen, also 8 Feindfahrten hat der jetzt auf dem Buckel. Nicht schlecht. Aber das müssten ja auch eigentlich noch ein paar mehr Leute bekommen. Ja, genau. Okay, nicht schlecht. Das ist der Weber. Okay, der hat jetzt auch endlich mal sein Ritterkreuz bekommen. Nicht schlecht. Nochmal das U-Boot-Kriegsabzeichen mit Diamanten für Jürgen Gänge. Otto Bender, ebenfalls. Und der Alte, wie schaut's aus? Na, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, oder? Oh, wobei. Ah, da fehlt nicht mehr viel. 200 Pünktchen noch. Und dann kriegt er hier tatsächlich Eichenlaub mit gekreuzten Schwertern spendiert. Nicht schlecht. Hochdekorierter Mann mittlerweile. Auch der hat natürlich seine 8 Feindfahrten hinter sich gebracht. Und dann nochmal schön die Zusammenfassung. Finde ich auch echt ein schönes Feature, dass man das alles nochmal hier so ein bisschen zu sehen bekommt am Ende der Mission. Plus 8000, dann sind wir wirklich jetzt mal über die 100.000 drüber. Die Versenkungen. Das müsste dann schon dieser Konvoi gewesen sein, ne? Genau. Konvoi SC angegriffen. Das wird auch nochmal explizit erwähnt. Sehr schön. Green Hill Park. 4000. Nochmal 7216. 7000. Oh, ich glaube, Tonnage dürfte einiges zusammengekommen sein, ne? Dann hier drüben Nomad. Das war der Einzelfahrer. Und das war jetzt nochmal der letzte Konvoi ganz am Schluss. Empire Service. Tubman. Alles große Pötte mit über 7000. Nicht schlecht. Tonnage versenkt. 75.859 Bruttoregistertonnen. Fast 60 Tage auf See. 15.767 Kilometer. Ganz ordentlich, würde ich sagen. Ja? 2 Zerstörer auch rausgeknipst. Das war... Und natürlich alle Einsatzbefehle hier erfolgreich über die Bühne gebracht. Die Wetterstation aufgebaut. Das war durchaus echt eine erfolgreiche Feindfahrt. Also da kann man nicht meckern. Hier die ganzen Ereignisse nochmal zusammengefasst. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ich muss vielleicht den Autosave mal ausschalten. Der nervt mich tatsächlich ein bisschen. Gut, dann soll es das gewesen sein. Ich werde uns wieder ein schönes Missionchen heraussuchen. Werde natürlich in der Zwischenzeit die Mannschaft Richtung Heimat schicken, damit die mal wieder ihre 2 Wochen Urlaub bekommen. Das Boot neu betanken, neu befüllen, wieder klar für die nächste Unternehmung machen. Und dann sehen wir uns kommenden Samstag wieder, wenn es wieder hinausgeht auf die hohe See. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.